Es gibt eine Geschichte vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort haben ja 2000 Bischöfe mitgemacht und die haben zum Teil außerhalb von Rom wohnen müssen, keine Chauffeure gehabt in dieser Zeit und sind mit dem Bus zum Vatikan gefahren. Das Schöne daran, sind mitten unter den Menschen gesessen und haben wahrscheinlich mitbekommen, was diese beschäftigt. Und vom jetzigen neuen Papst Franziskus wird auch erzählt, dass er mit Bus und U-Bahn gefahren ist, dass er besonders die Anliegen der Menschen wahrnimmt. Das Zweite Vatikanische Konzil steht im Mittelpunkt. Wir wollen mit diesem Profilprojekt Lebenszeichen auf unsere Mitglieder, auf die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, auf über 1 Million Menschen eigentlich zugehen. Eben aus diesem Grund, dass wir wissen wollen, uns neu ausrichten wollen, was bewegt euch, was beschäftigt euch und wie muss sich dann die Kirche ausrichten danach. Die katholische Kirche besteht aus ihren Mitgliedern, aus den Menschen, die in der Kirche sind. Wir möchten ihre Geschichten, ihre Lebensgeschichten hören und sichtbar machen. Und das in aktivierenden Kulturprojekten, in Ausstellungen, wo wir den Menschen bitten, zu Begriffspaaren, Mut und Angst, Jung und Alt, Geburt und Tod zum Beispiel, ihre Geschichten zu erzählen und dazu auch ein Ding mitzunehmen. Also dieses Ding drückt aus, was ich da erlebt habe. Wenn ich die Aktentasche meines Opas mitnehme, der für mich ein mutiger Mensch war, der mich geprägt hat in dem Leben, dann nehme ich diese Aktentasche mit und die wird dort ausgestellt. Das soll an 5 bis 6 Standorten in Oberösterreich stattfinden. Wir möchten mit diesen Projekten an Orte gehen, die das tägliche Leben betreffen. Das sind nicht unbedingt die kirchlichen Orte. Also so eine Ausstellung kann in einem Bahnhofsgebäude, in einem aufgelassenen stattfinden oder in einem Ausstellungsort, der im Ort so und so schon vorhanden ist, aber nicht unbedingt kirchliche Gebäude. Wir wollen im Herbst eine Bewegung in der Diözese starten. Einerseits durch die Ausstellungen an 5 bis 6 Standorten zu Begriffspaaren. Da kann man sich beteiligen, indem man selber die Dinge hinbringt, die Geschichten erzählt oder als Besucherin, Besucher. Man kann auch über die Online-Plattform teilnehmen an der Ausstellung, die wird dort abgebildet. Oder man kann auch über die Online-Plattform die eigenen Bilder und Geschichten beisteuern. Dies kann auch im Religionsunterricht geschehen, dies kann aber auch im Seniorenwohnheim geschehen oder kann auch in der Pfarre oder in Einrichtungen geschehen. Also die Beteiligung an dem, was die Menschen heute beschäftigt, ist vielfältig im Herbst.